Herzlich willkommen bei Kochen mal schnell. Heute packe ich endlich meinen neuen Weber-Grill aus. Ihr seht ihn hier, den Spirit i320 GBS Premium. Mein alter war jetzt schon 5 Jahre alt und musste so langsam mal weg. Und der steht jetzt schon seit 2 Tagen bei uns im Carport. Da muss er jetzt endlich mal ausgepackt werden. Thank you.
das gute Teil, mein Weber Spirit E320 GBS. Wie lange hat es gedauert? Ach, gute zweieinhalb Stunden, ein bisschen Pause dazwischen. Ansonsten ließ er sich gut aufbauen. Ihr habt es gesehen, es geht durchaus alleine. Wer jetzt handwerklich nicht ganz unbegabt ist, der schafft das. Also das gute Teil ist fertig aufgebaut. Ich klappe es mal auf hier. Und man sieht hier das GBS-System mit diesem Einsatz hier, den man rausnehmen kann und dann ersetzen kann durch eine Pfanne oder durch einen Dutch Oven, den ich auch schon habe demnächst. Und andere Sachen, noch einen Pizzastein. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Einsätze. Deswegen wollte ich das Gerät auch haben, finde ich sehr spannend. Ansonsten alles schick. Ich habe hier die silberne Variante genommen, die gibt es auch in schwarz, die ist aber sehr empfindlich, finde ich. Deswegen habe ich hier silber genommen und hier haben wir hier das zusätzliche Kochfeld, was ich immer haben wollte, finde ich sehr schick. Das gefällt mir gut und dann wollen wir mal testen. Flasche habe ich schon dran, ist schon alles angeschraubt und jetzt gucken wir mal, ob unser Grill auch wirklich funktioniert. Freibrennen natürlich nur draußen dann, aber zumindest als erster Funktionstest. Schauen wir mal, ich drehe mal auf. Ja, man hört es schon. Ja, hervorragend. Das funktioniert. Nächster Brenner. Ja, auch das funktioniert. Dritter Brenner. Ja, auch das funktioniert. Hervorragend. Alles offensichtlich richtig angeschlossen. Grill funktioniert. Jetzt testen wir auch gleich den Zusatzbrenner aus hier. Hier an. Und dann muss man hier nochmal drücken. Ah, auch das funktioniert. Ein Traum. Der Weber Spirit E320 GBS, fertig aufgebaut in 2 Stunden. Und jetzt wird ordentlich losgegrillt. Noch zum Rest der Saison. Den Rest zeige ich euch später. Ja, das war es jetzt erstmal. Unboxing vom Weber Spirit E320 GBS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.